Moin, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Payday 2 Solo Stealth Guide. Heute geht es um den Nachtclub und wir gehen einmal zur Skillung. Und zwar braucht ihr unbedingt beim Geist hier den Shinobi-Baum, dann ein bisschen Geschwindigkeit und Tarnung gleich daneben. Beim Techniker den Alleskönner, damit ihr einen sekundären Gegenstand mitnehmen könnt. Ansonsten den Drill-Skillen und der Rest, den ich hier geskillt habe, ist eigentlich optional. Ansonsten hier meine Skillung. Und ja, das letzte Ding habe ich nur geskillt, weil ich Akimo-Waffen mitnehme. Ich mag die halt einfach, die Doppel-Deagles hier. Gesilenced natürlich. Hauptteil wird hier der ECM-Störsender sein und danach kommt der Leichensackkoffer, weil wir brauchen zwei ECM-Störsender und den Leichensackkoffer nehmen wir halt mit, damit wir ein bisschen mehr Leichen eintöten können, insofern es halt notwendig ist, und das wird es, denke ich, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, starten hier und ich sage euch, welche Vorteile ihr braucht, beziehungsweise allgemein, worauf man so achten muss hier. Wir kaufen ja mal die miese Mucke, dann die Leichensäcke, auch wenn nicht unbedingt notwendig, weil die Leichensäcke sind ziemlich scheiße auf der Karte positioniert. Ansonsten den Beutetransporter und den Profifahrer, denn der Beutetransporter, naja, ist klar, Beute halt abwerfen, der holt die halt ab, ist sehr, sehr praktisch. Meiner Meinung nach quasi unmöglich ohne ihn. Und hier der Profifahrer hilft einem halt, schneller wegzukommen, weil am Ende, selbst wenn man alles weggeschafft hat, ja, dann muss man immer noch warten. Ist total dämlich gemacht, aber naja. Die miese Mucke halt, damit weniger Zivilisten auf der Tanzfläche sind, ist ganz hilfreich. Und ja, jetzt legen wir hier erstmal los. Einmal nach vorne gehen, hier einfach vorstellen, zack. Und dann läuft er auch gleich automatisch zur Seite. Müssen wir halt nur ein bisschen warten. Ne, einfach triggern und zur Seite. Dann rein und einmal hier oben gucken, ob da ein Raum ist. Und da ist ein Raum. Und da können wir jetzt einfach rein. Also hier können wir hier einfach den ECM setzen und dann reingehen. Das machen wir auch. So. Zack, drillen ist übrigens, ja, völlig sinnlos eigentlich. Einmal kurz gefangen nehmen und mitnehmen. Muss schnell gehen. Den Drill machen wir auch mal eben ran. Den Typen hier in die Ecke. Und jetzt heißt es eigentlich warten, deswegen werde ich auch einen kleinen Cut machen. Hier vorne habe ich noch nie jemanden reingehen sehen, also die werden wahrscheinlich auch nie von da reingelaufen kommen. Allerdings, wenn ihr hier unten die Tür aufmacht, dann können die hier auf jeden Fall hochkommen und sehen dann den Drill und naja, ihr habt halt die Arschkarte. Deswegen auf jeden Fall warten damit. Und ja, würde ich sagen, chillen wir jetzt eine Ecke. Ich werde kurz einen Cut machen und ich ja, werde euch gleich dann wieder dazu holen, sobald das Ding halt fertig ist. Also, bis gleich. So, der Drill ist jetzt durch und wir schauen mal, was wir hier bekommen haben. Jo, Kokain, gut. Das heißt, wir müssen weitermachen. Ich lasse das Ding einfach offen, weil das Kokain braucht man nicht unbedingt. Wir können das mitnehmen, braucht man nicht unbedingt. So, zack. Den nehmen wir auch mit. Die müssen wir jetzt schön eintüten hier. Damit die auch keiner sieht. Dann machen wir hier hinten alles auf, mit X schon mal auf den Leichensackkoffer wechseln, denn wir haben keine mehr und wir brauchen aber noch welche. Deswegen hier einmal kurz hinstellen. Schön auffüllen. Und dann hier rüber. Übrigens könnt ihr euch das ganze Gekille da übrigens sparen, wenn ihr den oberen Raum nicht habt. Dann lauft einfach über die Tanzfläche nach hinten durch. Und dann könnt ihr hier einfach reingehen. Und manchmal ist die Tür sogar schon offen, dann braucht ihr da gar nicht die Dings aufsetzen. So, wir haben jetzt hier ein paar mehr. Und eine Kamera. Okay, Cam ist auch da. Nicht gut. Wir könnten jetzt beide eigentlich umschießen. Und ja, vorher den ECM legen. Das wäre möglich. Ich weiß halt nicht, wie lange die ja jetzt brauchen. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute Sache. So. Sparen wir uns ein bisschen Zeit und Nerven. Boah, Kameraschleifen machen wir an und dann drillen wir das ganze Ding hier.
Wir hätten natürlich mit dem ECM, wir hätten auch warten können einfach und die hier nicht machen können. Aber mit der Kameraschleife geht das eh ganz easy. Wir können es auch beide gleichzeitig drillen, aber ich weiß nicht, ob hier noch ein Guard kommt. Eigentlich glaube ich nicht, dass da noch einer ist. Wir können aber hier den Drill auch mal ansetzen. Einen Leichensack kann man mich noch, wenn er dann kommt und da rangeht, wissen wir Bescheid, ne? Dann geht er da ran und dann killen wir ihn einfach mit den Deagles. Allerdings kann es auch sein, dass er sich sofort umdreht und schießt. Das hatte ich auch schon. Allgemein, die sind wirklich nicht ohne. Ja, die sind nicht ohne, die netten Herren. Die schießen sofort. Weil ich denke, das waren die beiden Wachen, die uns irgendwie gefährlich werden können. Da hinten spawnen auch noch Wachen. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Allerdings ist das jetzt erstmal wichtiger, die Dinger aufzuhauen hier. Da vorne scheint auch nichts zu kommen. Allerdings ist es ziemlich scheiße, dass die alle am kaputtgehen sind. Ah, ist wieder angegangen. Sehr schön. Perks sei Dank. Ich sag ja, ne, drillt die Teile. Ich meinte, skillt die Teile. Wären eh sonst zu laut. Na, sind bald durch. Alles ganz gechillt hier. Am besten ist halt, wenn ihr diese Situation habt, dass ihr nur die beiden Türen habt. Das ist eigentlich perfekt. Dann könnt ihr hier einfach ECMs reinmachen, runtergehen, drillen. Und hier hochgehen, drillen und weiter. Ne, alles ganz easy. Ganz entspannt. Boah, das wäre fast in die Hose gegangen. Fast den Drill gesehen. Deswegen, da müsst ihr immer schön bei sein und gut reagieren. So, schön wir die Schleife erneuern. Der Drill ist auch gleich durch, aber wie gesagt, optimal wäre es halt, wenn ihr hier die ECMs ranmacht, ja? Und die beiden Guards da auszuschalten ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Haben auch noch einen Leichensack über. Weil die können ziemlich nervig werden. Problem ist halt, wenn da hinten noch Guards spawnen. Ich zeige euch gleich den Punkt, wo die spawnen können. Sobald der Drill durch ist natürlich. Lasst sowas nicht alleine hier. So, alles durch, perfekt. Und hier hinten können die spawnen. Da hinten. Ihr könnt es euch auch ein bisschen angenehmer machen. Und hier einfach mal die Leichensäcke runterbringen. Dann sehen die keine unchristlichen Dinge. Die Kamerastreifen müsst ihr jetzt nicht aufrechterhalten. Find's allerdings chilliger, wenn die aus ist. Und ich, sage ich mal, hier hinten mit den spawnenden Guards nicht so Probleme habe. Weil jetzt können die hier ruhig da reinkommen, wenn wir das wegpacken. Also wenn wir es unten in die Ecke packen, dann haben wir da nicht so die Probleme mit. Weil die sehen nicht sofort irgendwas Unchristliches. Ja? So, deswegen erstmal kurz die Dinger hier wegpacken. Irgendwo hin, wo die eh nicht hingehen. Und hier in die Ecke zum Beispiel. So. Da packen wir das Ganze mal hin. So, und jetzt gehen wir nach oben. Der Safe ist nämlich oben. Hier kann übrigens auch der Safe sein. Könnt ihr die Dinger halt da oben raufwerfen, kein Ding. Aber da kann halt auch der Safe sein. Ist er jetzt nicht gewesen. Deswegen wird er hier oben sein. Und wir gucken mal eben. Hier sind keine Zivis. Wenn hier zwei Zivis sind, einfach erschießen. Kein Problem. Hier kann auch eine Party sein. Hier sind dann mehrere Guards. Müsst ihr aufpassen. Unten steht schon einer vor der Tür hier. Hier oben sind noch welche. Müsst ihr auf jeden Fall vorher wirklich gucken. Am besten hier mal stehen bleiben. Hier ungefähr. Und dann wird in eurer Umgebung werden die Zivis angezeigt nach ein paar Sekunden. Wenn ihr das geskillt habt. Solltet ihr auf jeden Fall. Und dann seht ihr hier in der Umgebung so ein bisschen die Zivis und wisst dann genau, wo ihr hinschießen müsst. Dann hier vorne noch zwei Zivis, ein paar Wachen. Ihr müsst natürlich die Wachen zuerst wegnehmen. Nicht auf die Scheiben schießen, ganz wichtig. Ansonsten hören das die anderen. Nicht cool. Das hatte ich auch schon. Die hier könnt ihr ruhig kaputt machen, die beiden. Das ist kein Problem. Da kommt dann eh das andere Zeug rein. Und jetzt könnten wir theoretisch zurücklaufen, das Kokain holen und so weiter. Aber mache ich jetzt nicht. Ich zeige euch nur den Weg. Also ihr müsst dann hier halt rüber.
Müsste hier aufpassen und dann geht er da rüber. Aber hier, ihr seht schon, das ist gefährlich. Das gleiche macht ihr, wenn da hinten das Geld drin ist. Dann müsst ihr nämlich zu dem Beutetransporter, der da vorne an der Scheibe ist. Aber da ist er halt nicht. Da müsst ihr dann ne, Tasche rausnehmen und dann spawnt ja auch der Transporter hier. Allerdings ist da ja nicht das Geld, deswegen ist es mir jetzt egal. Wenn ihr wirklich nur den Erfolg wollt zum Beispiel, dann ist das hier auf jeden Fall der bessere Weg. Lasst die Kokaintaschen, wo sie sind und macht das Ding hier einfach fertig. Ansonsten könnt ihr es riskieren, ich habe euch den Weg gezeigt. Wenn ihr es noch einfacher habt wie ich hier und, sage ich mal, diese göttliche Situation habt, dass ihr nur die beiden Türen habt und das andere Ding gar nicht existiert, dann ist natürlich Jackpot. Das könnt ihr viel einfacher handeln. Allerdings, wenn hier oben dann die Party ist, ist nicht so schön. Ich nenne es mal Party oder Privatparty oder wie auch immer die das nennen. Auf jeden Fall, wenn er seine Wachen da hat. Nicht cool. Ansonsten gibt es hier noch ein bisschen Cash. Oder mitnehmen. Gibt es, glaube ich, sogar einen Erfolg, wenn man besonders viele Cash-Baggies hier gefunden hat. Ansonsten, ja, immer schön auf den Drill aufpassen. Ich mache gleich wieder einen Cut, ja, damit ihr hier nicht warten müsst, bis das Ding endlich fertig ist. Und ansonsten gibt es hier eigentlich viel zu sagen. Einfach den Drill schön anlassen und hier achten, darauf achten, dass keiner kommt. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob hier irgendeiner hochkommen kann, ob die da irgendwie ihre Dings hier verändern können. Ihre Wege, aber solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Also, bis gleich. Der Drill ist dann auch gleich fertig und hier sollte das Geld drin sein. Beziehungsweise ist es das. Genau, da sind die Geldtaschen. Einfach baggen. Und dann gleich den Transporter holen. Jetzt könnt ihr, während ihr wartet, können wir was machen. Und zwar können wir hier vorne hingehen und gucken, ob hier irgendjemand spawnt. Wie gesagt, da spawnen teilweise Wachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt schon kommen. Oder wann die kommen. Kann halt sein. Ich weiß nicht, ob die immer kommen. Aber ich bin da vorsichtig. Aber sie sind da. Wieder zurück. So. Einfach rauswerfen hier. Und jetzt kommt ein sehr, sehr nerviger Part. Und zwar müsst ihr auf den Transporter warten. Auf den richtigen Transporter. So, jetzt habt ihr die Geldtaschen fertig und müsst halt warten. Das ist eine, ja, sehr, sehr nervige Situation. Und ja, ich würde hier einfach in die Mitte gehen. Da würde ich hochgehen und hier würde ich einfach warten. Ich würde halt das Kokain einfach drinnen lassen, weil, naja, es ist einfach nur riskant und ihr versaut euch das Ganze vielleicht. Und jetzt warten wir einfach. Sollte da hinten irgendwas passieren, rennen wir natürlich ganz schnell dahin und fixen das. Falls ihr da runtergehen solltet und vielleicht doch die Taschen sieht, wenn dieser spawnende Cop da zum Beispiel runtergehen sollte, spawnende Guard. Da bin ich mir nicht zu 1000% sicher, ob das nicht in irgendeiner Form möglich ist. Aber bisher hatte ich es noch nicht. Ich möchte euch nur so mental schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten und dass das vielleicht im Bereich des Möglichen ist. Bisher hatte ich es nicht. Ansonsten hier seht ihr, ne, CV safe. Könnt auch die Kokaintaschen vielleicht dann in die Ecke werfen, sollte auch kein Problem sein. Aber hier kann es sein, dass ein Guard nach oben läuft. Ich weiß nicht, wie weit er hier reinläuft, aber es wäre auf jeden Fall nicht schön, hier einen Drill zu haben, weil dann sieht er das von da sofort. Das ist nicht cool. Ansonsten, ja, würde ich sagen, warten wir jetzt einfach. Ich werde mich dann gleich zurückmelden, sobald er gekommen ist oder irgendwas anderes Wichtiges passiert ist. Also bis gleich. So, der Transporter ist jetzt da. Er kann einmal hier vorne sein und einmal auf einer anderen. Da hinten irgendwo war das. Und da müsst ihr dann wieder rausschleichen. Könnt ihr vielleicht ein bis zwei zivile Opfer mehr haben. Ist nicht so wild. Sollte die allerdings schnell sein, weil wenn die Leichen dann doch gesehen werden, ist halt ziemlich scheiße. Ansonsten hier flotti Karotti nach draußen gehen. Hier das Ding aufknacken und dann seid ihr auch schon ready. Ihr könnt, wie gesagt, die Kokaintaschen noch nach draußen bringen, aber ihr müsst es nicht unbedingt. Ich persönlich mache es nicht jetzt, weil ich will hier einfach nur den Erfolg haben. Ich habe, glaube ich, auf One Down das Ganze noch gar nicht gemacht. Aber ja, ihr seht ihr.
habe ich sogar noch die Erfolge bekommen dafür. Also meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe mal, dass ihr jetzt auch in der Lage seid, den Nachtclub in One Down abzuschließen. Und ja, das war auf jeden Fall, wie man das Ganze machen kann. Falls ihr irgendwelche Tipps dazu habt, etc. pp. Für die anderen, dann auf jeden Fall in den Kommentaren lassen. Würde ich und die anderen sich sicher freuen. Ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.